Und sie despawnen halt auch am Morgen. Das könnte man bei Wellen eventuell ändern. Das ist ein Teil der Monster einfach tagsüber nicht despawnt, weil sonst mauert man sie einfach ein mit 4 Schichten von irgendeinem Block und hat nie irgendwelche Probleme. Und raus kommt man ja immer mit den Teleportern, also nee. So. Wir könnten probieren, selber mit Pfeil und Bogen mal auf die Wookies hier loszugehen. Aber mit Keulen hat es nicht geklappt, das haben wir gemerkt. Da haben die alle einmal geschossen, einer von uns war K.O. und ist weggelaufen. Dann kam der nächste von uns an. Ja, komm. 2-1 Risiko. Ich hoffe mal, du kannst von da oben runterschießen. Was? Genau das habe ich befürchtet. Warum greifst du nicht den an, der drauf vor dir ist? Was? Portal, da und da. So, jetzt schießen alle auf den. Unsere schießen alle in den Bogen. In den Boden. Ja, der da ist gleich tot, richtig. Bitte lasst mich wenigstens einen Goblin töten. Wir haben nur noch 7 Zwerge. Ein Goblin ist angeschlagen. So, mit Rihelm. Komm schon. Ah, oder schießen sie auf irgendeinen Boden? Nee. Jetzt fliehen sie einfach nur noch alle. Und haben kein Angriffsziel und machen komische Sachen. Das ist doof. Okay. Wir halten fest, was Georg uns in der Vergangenheit gesagt hat, ist richtig. Bogen soll man nur benutzen bei Belagerungen, wenn man Türen hat. Sonst sind die absolut für den Murks. Nahkampf klappte bei denen aber auch nicht so wirklich, weil wir halt alle recht unkontrolliert aufgetreten sind. Und unsere Rüstung halt nicht so gut sind. So, macht einfach irgendwas anderes, Jungs. Lasst die Typen in Ruhe. Ist besser für uns alle. Tötet da das Schaf. Das ist eure Liga gerade. Und sammelt die Leichen ein. Was? Worauf schießt du? Bringst du gerade ein Schaf um? Was zur Hölle? Komisches Goblin-Ding. Was machst du? Er ist echt tierisch komisch, dass er den Helm hat. Genau. Mit deinem imaginären Bogen schießt du Pfeile in den Boden und ja. Läufst hin und her. Und keiner jagt das Schaf an, weil alle schlafen. Ja, okay. Oder Smalltalk halten. Das ist ja genauso wichtig. Ich hätte gern meine Steinwand. Wo ist meine Steinwand? Da unten ist meine Steinwand, hm? So, okay. Dann brauchen wir das ganze Zeug hier unten. Wir brauchen Glas. Jetzt brauchen wir Sand und Kohle. Glas, bitteschön. Deckbaum. Wir brauchen eine Wandlampe. Was? Wandlampe da. Jetzt brauchen wir Öl. Haben wir nicht mehr viel von. Wir brauchen Glas und wir brauchen Holz. Wandlampen. 3 Stück. Die erstmal aufgehängt werden wollen, bevor sie uns einen technologischen Fortschritt geben. Okay, da. Wandlampe da und da. Bist du immer noch hier am Werkeln? Unser erster Wookie ist tot. Weil sie sich nicht wehren. Er hat keinen Angriffsbefehl bekommen. Er steht jetzt einfach hier drin rum und haut ab und an mal auf die rauf. Während der komische Wookie da hinten Schafe tötet und hier Pfeil in Bogen tackert. Sehr, sehr kurios. Sehr, sehr kurios. Aber na gut. Stirb. Mach hier zu. Hier wollten wir auch noch zumachen. Ups. Aufheben, aufheben.
Hier wollten wir zu machen. Zu. So, was haben wir noch? Brauchen mehr Stuck. Graben. Wir brauchen mehr Stein. Eventuell noch ein Scaffolding da. Wir brauchen einen Stein hier. Und da brauchen wir dann mehr Scaffolding. Nee, komm. Ein bisschen fokussierter. Wir müssen jetzt dich töten. Für mehr Leder, damit jeder Zwerg eine Lederrüstung hat, einen Lederhelm und Lederschuhe. Und wir müssten eigentlich auch neue Waffen bekommen haben, richtig? Stahlschwert. Du machst wie viel Schaden? 11. Du machst wie viel Schaden? 8. Also 3 mehr Schaden. Brauch allerdings auch 4 Eisenerz. Und wir haben 7 Zwerge, theoretisch aber 8. Ein Nitobild ist Schmiede. Ah, okay. Schmiede können wir allerdings noch nicht, weil wir erstmal... Ah doch, können wir. Okay. Wasser, Kohle, Eisenerz, Stein und Stein. 2 Schmieden. Da. So, Schmiede und andere produzierende Sachen sollten eigentlich möglichst nah an unser Totem. Damit die Laufwege möglichst gering gehalten werden. Problem war nur mit der Beleuchtung. Wie breit warst du? Konnten wir dich? Nur die Stühle müssen weg. Ferne Stuhl. Ferne Stuhl. Dann gucken wir mal, ob da irgendwas gefixt wurde. Weil wir hatten es ja auch mal geschafft, dass wir eine Statue vor eine Fackel stellen konnten. Also die Grafik der Statue ging über die Fackel rüber, aber die Statue selbst zählt wohl nur als dieser eine Block. Es könnte sein, dass sie es bei der Schmiede jetzt ähnlich gemacht haben. Weil wenn man sonst eine Reihe Schmieden nebeneinander stellt, dann ist stockenduster und das ist komisch. Ne, geht nicht wegen der Fackel. Okay, Fackel weg. Man kann die so dicht beieinander stellen. Okay. Also haben wir hier nachher 4 Schmieden. Das ist okay, damit kann ich leben. Aber ich hätte lieber erstmal gerne, dass sie nebeneinander sind, wegen Symmetrie und so. Bauschmiede, fertig. Wir können Stahl herstellen, das ist sehr gut. Auch wenn wir noch keine Stahlwaffen und Stahlanderes Zeug haben, aber wir können schon mal die Barren herstellen für später. Schließen. Deckbaum. Wir können jetzt Schienen, Bahnhaltestellen und... Ah, das da hinten ist schon wichtiger. Eiserne Spitzhacke, Eisenaxt. Großer Tisch macht auch Sinn. Dann kommt wieder ein bisschen Dekokram. Kompasszauber. Werkstatt für noch mehr Dekokram. Dekokram. Und hier kommt endlich die Steinwand. So. Na gut, wir sind auf dem Weg. Ist alles gut. Du weg. Hier oben zu. Dazu und ich höre schon die ersten Schläge auf dem Amboss. Tong. Sehr gut. Gibt keinen schöneren Sound für ein Zwerg. Außer vielleicht schreiende Goblins oder so. Türen. Ich wollte Türen haben. 2 Türen, das passt doch. Eine Tür da. Entferne Fackel. Eine Tür da. Jo. Tür. So, 2 Türen. Zäune, ja. Da bauen wir später wahrscheinlich eher diese Eisenzäune. Wenn wir dafür die Ressourcen über haben. Bevölkerung gewachsen. Bitte. Ersetze hinten Eisen. Das heißt, der neue Zwerg muss erstmal ausgerüstet werden. So. Keule, Picke. Axt, Lederrüstung, Schuhe, Lederhelm. Warum haben wir so viele Lederrüstungsteile? Sind so viele von uns gestorben? Nö. Habe ich die irgendwann mal gemacht und nicht angezogen, oder wie? Ja, sehr kurios. Also alle haben jetzt ein komplettes Lederset an.
Außer er mit seinem Metrilhelm. Das ist sehr komisch. Und wir haben sogar noch welche über. Muss ich irgendwann mal im Fieberwahn ganz viele Lederrüstungen gemacht haben und nicht angezogen haben? Ist ja auch komisch. Oder es waren Geschenke. Das kann natürlich auch sein. Aber gut. Deckbaum. Da kommt das Stahlschwert. Das können wir schon bauen. Und da kommt eine ganze Weile keine neue Waffe. Da oben ist noch eine Waffe. Nö. Ich sehe die nächsten mehreren Tech-Stufen keine neuen Waffen. Also ist das da momentan unser Optimum. Alles da reinstecken. 8, 9 Stück. Bitte herstellen mit Tong, 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 Tong. Genau. So. Scaffolding dahin, du zu. Kampf gegen das Grünzeug. Mit Portal und allem. Ja. So, ein bisschen Zauberpunkte verschwenden. Das ersetzt Eisen. Aha. Türen stehen soweit. Wie schaut es mit Ton aus? Wir haben kein Wasser mehr. Ja, das könnte ein Problem werden. Oh, ist hier viel Eisen. Hier hinten sind noch Heuschrecken. Ja. Also, wir brauchen Wasser. Wir brauchen viel, 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 viel mehr Eisen. Und Kohle. Hier ist Kohle. Portal. Portal. Dahin. Ersetze Kohle. Abbauen, abbauen. Wegmachen. Töten, wegmachen. Ich brauche mehr Scaffolding. Da. So. Scaffolding, Scaffolding, damit es, wenn es runterpurzelt hier, ne, alles wieder auffüllt. Ersetze Kohle. Das da weg, dich da töten. Silber auch abbauen. Wir schmeißen einfach alles voll mit Scaffoldings, damit sich jeder überall immer bewegen kann. Setze hinten Silber. So. Flup, flup, flup. Wir werden niemals, niemals nicht Grünzeugprobleme haben. Es wäre schön, wenn es ein Rezept geben würde für Grünzeug und Harz. Es muss gar nicht mal so sinnvoll sein, aber wir haben von beiden so viel. Warte mal, da oben zu. Genau. Das können wir nachher auch gleich wieder zuschütten, das ist okay. Hier unten ist gemischt Sand. Also da kommt nur ab und an mal Sand raus, meistens eher Dirt, aber das alles weg. Das da weg. Das müsste eigentlich reichen. Zu, zu, zu. Aber ich sehe schon, ich werde irgendwann wieder einen Zwerg von Hand steuern müssen. Nehmen wir mal dich da. Wieder Zwerg, Kontrolle übernehmen. Hey ja, mach da Dirt. Ja, ne, ist genau so. Das ist ein längerer Gang. Tötern. Bye-bye, Schnecke. Zu. 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 Was machen wir hier? Scaffolding, Scaffolding, Scaffolding. Du haust dich einmal durch und füllst es hinter dir wieder auf. Das hört sich so ein bisschen nach Münchhausen aus, an. Ziemlich am eigenen Schopf aus dem Moor. Was könnte hinhauen? Problem ist nur, wenn ich jetzt das Dirt drüber setze, sind die Ressourcen weg. Also muss erstmal alles runterpurzeln. Genau so. Das da weg. Auch wenn du das gerade vorhattest. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Gut, hast du noch festhalten können. So, oh, das ist ein Schatten. Genau, weg mit dir. Du ersetzt. Was? Du sollst das
Silber da ersetzen und nicht. Nee, 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 das sollst du gar nicht. Okay, also wenn man sie selber kontrolliert, kann man nur den hinteren, bei den vorderen Block auffüllen, nicht ersetzen. Okay, das geht. Also wenn von Hand, dann richtig. Hm? So. Zu. 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 Ihr braucht ein neues Portal. Da, bitteschön. Da, bitteschön.